muss an Land, muss... Oh Gott, war das ein Sturm? Habt ihr das gesehen? Das waren Wolken, das war einfach... Wo ist mein Boot? Wo ist mein Inventar? Wo ist... Toll. Ist das denn ein Vulkan? Nein, hoffentlich nicht. Ich bin wieder raus aus den Tropen, nicht wahr? Ich bin wieder in der normalen Welt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Folge 1 einer brandneuen Minecraft-Staffel in einer brandneuen Minecraft-Welt mit dem Beta-Shader, deswegen noch ein kleines bisschen buggy ist. Aber ich fand jetzt so schön, dass ich ihn mal eingebaut habe. Wir laufen momentan mit 22 FPS hier rum, was ich eigentlich so nicht stehen lassen kann. Ich werde mal gucken, dass ich hier die Grafikeinstellungen wieder ein bisschen runterschraube. Vielleicht auf normal gepackt. Vielleicht funktioniert das dann... Vielleicht gibt uns das die 25 FPS, die wir brauchen. Ja, das sind 25 FPS, 23 FPS. Dann bleiben wir halt einfach bei der etwas niedrigeren FPS-Zahl. Wir haben uns also ein neues Zuhause gesucht hier am Strand mit Hühnern und einem sehr, 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 sehr großen Meer. Das finde ich nicht schlecht. Also es war jetzt Zufall, was für ein Seed ich hier eingebe. Und mir gefällt die Welt extremst gut. Bevor ich jetzt aber hier lange rumschnacke und mich darüber freue, dass ich jetzt wieder nochmal von vorne anfangen kann, danke Minecraft für den Sturm, den du mir gegeben hast, schlage ich doch erstmal ein paar Zeichen ins Holz. Dreimal auf Holz geklopft. Dankeschön. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon mal Holz abgebaut hätte in meinem Leben. Nein, das ist das erste Mal für mich, dass ich Holzstämme mit Holzstämmen verprügle. Aber das ist ja nun mal einer der wichtigsten Güter, die man so in Minecraft hat, nämlich Holz. Habe ich das aufgesammelt? Ja. Und aus diesem Holz machen wir uns gleich mal ein bisschen mehr Holz. So Holzbretter. Und gleich unsere erste Werkbank, weil ich bin ja immer schnell bei der Sache, wenn es darum geht, mich in Minecraft voranzuarbeiten. Zombie. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr dunkel hier. Ich sollte aufpassen auf Monster und wie spontan kommt da ein Geselle. Passen Sie auf, ich habe einen Seed. Ich werde ihn benutzen. Ich werde diesen Seed benutzen. Ich werde ihn benutzen. Ich sag's Ihnen gleich. Ich werde ihn benutzen. Übrigens, sie brennen da. Sie brennen. Sie jetzt nicht mehr. Sie brennen. Ui, meine ersten Erfahrungspunkte. Wo kam der Zombie her? Wo kam der Zombie her? Ist es hier so dunkel, dass der... Hat der hier über Nacht gewartet? Ist er hier gespawnt? Wo kam der Zombie her? Das ist ja hier ein cooler Steinsee. Bedeutet, abgesehen davon, dass ich mir jetzt die Kohle hier mal holen werde, bedeutet der Steinsee etwa, dass hier unten drunter wieder Lava ist? Hoffentlich nicht. Also, wer sich an die allerersten Folgen meines Minecraft-Let's Plays erinnert, der wird sich auch noch daran erinnern, dass ich einfach mal unter Steinen so spontan Lava gefunden habe. Aber ich glaube, das hier ist einfach nur ein Stein-Biome. Hoffe ich doch mal nur. Ich hoffe es. Ich hole mir jetzt erstmal hier ein paar Steine, damit ich mir da gleich eine Steinspitzhacke draus machen kann. Dann können wir uns die Kohle abhacken und dann haben wir schon mal die Grundpfeiler unseres Überlebens gesichert. Bisschen Stein, bisschen Holz, mehr muss nicht sein. Wir müssen schließlich jetzt unser Leben hier komplett neu aufbauen. Ein Neuanfang. Wo kommt der denn hergekrochen? Wo kommen die denn alle her? Das ist ja ein gefährlicher Spawnpoint, den ich hier habe. Ein ganz gefährlicher. Hier schon die ersten Monster auf mich lauern. Aber passt ja, für Creeper. Ich hab da eine Spitzhacke. Ich werde sie benutzen. Aber erstmal benutze ich sie nur zum Kohle abbauen. Wunderbar. Wir spielen übrigens mit dem für den Shader angepassten Texturenpack von mir. Meine Minecraft-Texturenpack-Shader-Version. Der Shader, Sonic Unbelievable Shader-Mod, ist ja noch in der Beta. Der ist ja noch nicht fertig, deswegen buggt er auch noch so ein bisschen. Aber da er so hübsch ist und ich finde, er gehört einfach in Minecraft-Let's Play rein, spielen wir jetzt erstmal eine Weile mit ihm hier. Bei Sea of Flames, das haben wir ja gespielt, diese Adventure-Map, da habe ich ihn ja auch liebend gerne benutzt die ganze Zeit durch. Und das sieht dann schon trostlos aus ohne. Minecraft ohne diese wundervollen Lichteffekte kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. So, jetzt haben wir hier Kohle. Könnten wir theoretisch auch unten wohnen, so am See? So in den Berg hinein und dann so zum See ein unterirdisches Fenster, das zum Wasser hin? Ja, da kommen mir gleich die ersten Ideen, wie man schon merkt. Erstmal nehme ich die hier wieder mit. Halt, das baue ich jetzt mit den Samen ab. Und pack. Gar. Habe ich vorhin eigentlich gesagt, dass ich den Zombie mit Seeds abhaue? Das war ein Setzling. Es war ein Sapling, kein Seed, Honey. Will ich hier wohnen? Ist das meine... Ach nee, das wird eine Creeper-Falle. Wenn die da reinfallen, dann ärgern die sich. Das ist ultimative Creeper-Falle. Fallen rein und ärgern sich. Das ist genau so, wie ich es habe. Wo war denn jetzt der Creeper? Ich habe Kohle. Vorsicht, Creeper. Ich habe Kohle. Ich wollte ihn nicht wegwerfen. Creeper? 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 Wo war denn der Creeper? Hey, Creeper, Creeper mal. Aber nicht um die Ecke, da ist ein Huhn. Da ist ein Apfel. Warum ist da ein Apfel?
Angst vor Zischbumm, wisst ihr das? Creeper? Hier war ein Creeper, ist der schon wieder despawned? Ich weiß, dass hier ein Creeper war. Creeper! 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 Okay, er hört nicht mehr auf mich. Gut, Sonne steht weit oben. Ist hier eine Höhle drunter, die ich erkunden sollte? Oder auch eher nicht sollte. Ich glaube, das ist nur Wasser. Oder? Moment. Ob das nur Wasser ist, werden wir gleich sehen. Klingelingeling. Ja, es ist nur Wasser, Gott sei Dank. Schöner unterirdischer See. Ich packe da meine Fackel rein, einfach nur damit wir wissen, okay, da ist nichts. Da waren wir schon mal nicht, dass wir drei Parts später wieder... Oh mein Gott, was ist da? Da ist nichts. Unterirdisch wohnen will ich eigentlich nicht, deswegen packe ich jetzt hier schon mal die Umwelt wieder so an, dass es schön aussieht. Ich sollte eigentlich mal Holz abbauen oder sowas. Ich sollte mal was Produktives tun. Ich sollte nicht hier einfach herumrennen und sagen, oh, Minecraft. 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 Also so ein Haus am Strand hätte ich hier schon gerne. Wäre schon hübsch. Neben dem Bambus. Komm her. Ja, ich sag dazu immer noch Bambus. Ich weiß, es ist Zuckerrohr. Aber damals im Krieg, da hieß das noch Bambus. Ja, Mike. 1803, da war das noch Bambus. Wo genau will ich denn mein Haus am Strand? Hier so direkt vorne an der Spitze? Darüber guckend? Hier irgendwie so? So einem Vorgarten? Ja, ich pack mal meine Truhe dahin. Und jetzt habe ich hier schon wieder keine... Wieso verschwinde ich? Halt, so kannst du dir keine Axt bauen. Ich glaube, man kann sich sogar so eine Axt bauen. Moment. Man muss es nicht in die Mitte legen. Aha. Dann holze ich mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Kleinholz hier raus. Solange wieder nicht ein Creeper da rausgelaufen kommt, ist alles in Ordnung. Ich glaube, der Creeper ist schon wieder despawned. Oder es ist unser neuer Versicherungscreeper, der jetzt hier einfach schon mal guten Tag sagen wollte und uns in der Gegend willkommen heißen wollte. Merkwürdige Welt. Merkwürdige Map. Es fehlen nur noch Fische hier im glitzernden Wasser. Der Shader-Mod macht das so hübsch. Ein paar Fische hier drin, wäre schön. Boah, ist das dunkel. Oh, die Sonne neigt sich wirklich langsam dem Horizont entgegen. Dann sollte ich mal ein bisschen Flottikato machen hier mit dem Abholzen. Das Einzige, worin wir dann unsere Wärme finden, ist der Ofen und ein paar Fackeln. Gut, ich hätte eigentlich auch noch gerne den Sand hier weggebuddelt. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Eine Schaufel brauchen wir nur dafür. Und ein paar Fackeln könnte ich mir ja hier schon mal an den Strand stellen. So. Und auch hier hin, damit mir hier nicht gleich als erstes was spawnt. Im schönen, warmen Fackelschein können wir nämlich jetzt mal hier so ein paar Sachen wegbuddeln. Dann kann ich auch schon mal den Grundstock für unsere erste Drecksbude legen. Also, warum heißt das Grundstein? Ne? Warum macht man in Minecraft nicht eigentlich immer einen Grundstein? Warum bauen wir eigentlich immer als erstes aus Holz? Soll man das mal ändern? Das muss man doch nicht. Das muss man doch nicht. Man kann doch auch aus Stein bauen. So ein Fundament aus Stein unten. Aber ich wollte mir ja noch einen Ofen basteln. Eigentlich brauche ich erstmal noch keinen Ofen. Kann ich auch morgen machen. Und der Strand sollte hier schon natürlich in den Wald übergehen, damit das hier nicht so abgekattet aussieht. Ein bisschen Natürlichkeit beibehalten. Tschüss, Sonne. War schön, dich gekannt zu haben. Da drüben ist hier wirklich sonst kein Land. Da hinten ist noch eine Landzunge, die ins Wasser hineinreicht. Aber ansonsten sind wir hier ziemlich auf unsere Leine gestellt. Der Mond schaut über den Horizont. Mann, das ist ein unglaublich schöner Platz, um hier zu wohnen. Hoffe ich. Dann machen wir mal unser Steinfundament. So. Das kann ja dann noch später ein bisschen in die Richtung gehen, aber erstmal reicht das so. Ich will das auch richtig am Wasser haben. Die Musik passt jetzt auch so schön in die Nacht. Der Original-Minecraft-Nachthimmel ist ja auch angepasst worden. Den sehen wir jetzt auch gerade. Weil mit dem Mod, den wir hier benutzen, ist Better Skies nicht kompatibel. Hallo, Mond. Wie das Wasser hier glitzern ist und wie sich der Mond im Wasser spiegelt. Das sieht einfach nur wunderschön aus. Aber irgendwie will ich eigentlich gar nicht... Hier will ich eigentlich gar nicht so rumlaufen. Also Angst! Ich esse mal einen Apfel. Und mach mir ein furchteinflößendes, grauenvolles... Ich hab nicht mal mehr Steine, um ein Steinschwert zu machen. Dann mach ich mal ein furchteinflößendes, grauenvolles Holzschwert.
Ja, pass bloß auf, ihr Monster. Ich bin bewaffnet mit einem Holzschwert und ich werde das benutzen. Apfel. Sollte nur aufpassen, wenn ihr rumrennt und Apfel, dass man dann nicht Opfer wird von einem Creepy. Ein Ei und ein Zombie. Eieieiei. Kommen Sie her. Ja, ich freue mich auch sehr, Sie zu sehen. Bäh. Nicht so schüchtern. Kommen Sie mal näher. Ein bisschen schneller. Ja, hier. Gib's aufs Gesicht. Warum ist er da hinten beim hellen Licht gespawnt? Errungenschaft als jeden Monsterjäger. Kommen Sie her. Fangen Sie mich doch. Kommen Sie um die Ecke. Kommen Sie. Sie treffen mich nicht. Kommen Sie. Ja. Haha. Oh, ich so. Hühnchen. Nicht getroffen. Ja. Ich bin schnell wie ein Wiesel. Ich bin schnell wie ein Flink. Sie treffen mich nicht. Au. Au. Das hat wehgetan. Blub. Oh, man kann da kaum durch. Ein Spinnenelf. Seht ihr das? Das ist ein Spinnenelf. Ich glaube, ich spinne. Reitet der einfach auf. Oder so ein Creeper und andere. Bitte. Ich glaube, ich bleib hier und farme noch ein bisschen Steine und lass die da drüben mal alleine. Ups. Nein, Honey, nicht darunter fallen. Und achte auf Zischgeräusche. Wir spielen hier zwar normal, aber deswegen heißt das noch nicht, dass die Viecher ganz so extrem sind. Ja, normal ist schon, schlimmer als easy. Also die Creeper machen ja jetzt in der neuen Minecraft-Version auch je nach Schwierigkeitsgrad Schaden. Und in normal können die schon ganz schön zuhauen. Und bei easy ist es halt einfach, das ist mir zu leicht. Also ich möchte noch meine Angst vor Creepern bewahren. Ich möchte noch wissen, dass wenn das Ding hinter mir zischt, dann dass ich da aber wirklich aber sowas von dermaßen Fersengas geben muss. Ist eine Spinne. Hier sind leider Spinnen gespawnt. Jetzt haben wir mich auch noch beide gesehen. Und da ist ein Creeper bei meinem Gebäude. Oh, ich will doch nicht gleich sterben. Ich bin doch gerade eben erst hier angekommen. Au. Ah! Na toll! Ich hab doch gesagt, da ist ein Creeper bei meinen Gebäuden. Gott, ich bleib hier einfach die ganze Nacht und mach nur Mimi. Ich hab schon mal Spinnenfaden bekommen. Das ist. Moment. Toll, das hat mich auch noch vergiftet. Ich meinte, beziehungsweise lässt mich halt schneller wieder hungern. Das bringt nichts. Ich habe aber schon genügend Sand, um hier das Loch wieder aufzufüllen, ne? Danke, lieber Creeper. Wirklich. Vielen Dank. Danke für gar nichts. Gut, dass er sich nicht bei meinem Haus gesprengt hat. Ich habe mich von den Spinnen zu weit zurücktreiben lassen, deswegen hat sich das Viech jetzt einfach mal so in meinem Nacken festgesetzt. Er hat da nur darauf gewartet. Der hatte mit den Spinnen, war der im Bunde. Der hatte eine Allianz. Diese Allianzler immer. Und wir als einsame Horde sitzen hier, ne? So. Bilden wir einfach eine Gegenallianz. Oh, viel Steine habe ich ja nicht mitgebracht. Naja. Das muss jetzt erstmal so reichen. Das ist unser Steinfundament. Da geht es dann so ein Treppchen hoch. Und dann wieder ein Treppchen runter. Ich mag das eigentlich ganz gerne so. Ich werde wahrscheinlich wieder 100.000-fach umbauen, aber für den Moment darf das so bleiben. Mein eigenes kleines Häuschen. Hä? Habe ich da was gesehen? Da planscht ein Creeper im Wasser. Bleiben Sie bloß weg von meinem Grundstück. Das ist mein Rasen. Betreten verboten, verstehen Sie? Ich meinte meinen Sand. Ich meinte, das ist wertvoller Fußballrasen. Sand, der ist für Sandfußball extremst wichtig. Boah, wie der um die Ecke guckt, ne? Der sieht uns ganz genau. Der weiß ganz genau, dass wir hier sind. Der tut immer nur so, Kuckuck. Ja, das Spiel kann ich auch spielen. Nicht nur du kannst das. So, während ich jetzt in freudiger Erwartung darauf warte, dass hier ein Monster reinläuft und sagt, Kuckuck. Packe ich mir mal schnell hier Holzflanken hin. Reicht das? 40 Holz? Ja, ist ja nicht so viel, ne? Mach mal nur. Eine schöne Strandhütte. Ich will sie nicht sprengen lassen von diesen kleinen hässlichen Kreaturen mit ihren miesen Fratzen und ihrem perversen Vergnügen daran, andere Leute in die Luft zu jagen. Kleinen Terroristen. Du gehörst hier übrigens gar nicht nach außen hin. Was machst du denn da außen? Wer hat dich denn da hingestellt? Der war ja wohl völlig geistig umnächtet. Umnachtet, umnuchtet. Du kommst jetzt mal. Gefällt mir nicht. Du kommst dann, wenn ich da reinkomme, hier meine Tür reinkommt, hier oben. Dann kommst du hier gegenüber und, ja, passt. Muss so sein. Ist der Creeper da?
Habe ich da nicht noch ein bisschen Gehirn zum Futtern? Nom, 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 nom. Das hat mich nicht vergiftet, das ist super. Spinnenauge nicht, aber einen Apfel kann ich noch essen. Dann heile ich wenigstens auch ein bisschen. Wie machen wir das denn jetzt hier mit dem... Also normalerweise mache ich ja mal ganz gerne die... Nein, nicht das schon wieder. Nein, Hani, nicht diese Misere mit dem Bauen. Normalerweise mache ich ganz gerne mal so Holzbalken an die Seite. Ich habe ja nicht wehgetan, das ist gut. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, was ist da denn jetzt alles gespawnt? Wo kommen die denn alle her? Geh doch mal weg. Bitte, geh schneller unter Vollmond. Oh Gott, es ist auch noch Vollmond. Verwandeln sich die Zombies jetzt auch noch in Wehrzombies? Brains. Ich will dem nicht so nahe kommen. Der schießt mir nur einen Pfeil ins Gesicht. Und das tut weh, das mag ich nicht. Ich habe Knochen bekommen, immerhin. Ich könnte mir hier schon dann irgendwo einen Baum vorne hin pflanzen. Versicherungsbaum. Hier kommt ein Baum direkt vor mein Fenster. Oder das verbaut mir dann die schöne Aussicht. Verdammt, ich will irgendwas tun, aber die sitzen da und solange die da sitzen, kann ich nichts tun. Dann kommt hier mein Baum hin. Ja, genau, an die Seite. Da kommt mein persönlicher Hausbaum hin. Der Güntherbaum. Nee. Hast du mich jetzt gesehen? Lauf doch nicht so zielstrebig. Das täuscht intelligentes Verhalten vor. Und ja, seid doch nicht intelligent, oder? Gut. Ja, gut, er geht einfach weg. Er geht weg. Das ist bestimmt irgendwo, was weiß ich nicht, was Rippenschlussverkauf. Wie hat man das dann mit dem ganz großen Bäumen nochmal gemacht? Ah, das ist einfach mal Glück. Genau, und ich habe nie Glück. Das ist halt jetzt einfach so ein kleiner Kackbaum. Der bleibt da auch. Das ist Klein Günther. Moment. Das werden wir jetzt auch dementsprechend gleich ausschildern. Das ist Klein Günther. So, mein persönlicher Privatbaum, der Günther. Und ich packe hier mal hier Fackeln hin, weil es mir jetzt so dunkel ist. Geh schneller unter, Mann. Gut, das Skelett ist inzwischen schon weggeplanscht. Macht da drüben Hausparty mit einem Endermann. Der Creeper hat sich auch ein bisschen verabschiedet, oder? Planscht er da noch? Creepy? Die Creepies planschen. Die ach, oh, die haben ein kleines Knickknack in der Ecke im See, direkt am Strand. Ich verstehe. Dann schwimmen wir mal ein bisschen aufs Meer hinaus. Mal gucken, was wir da drüben. Da drüben finden wir einen Zombie. Hier ist ein bisschen flacheres Land. Da würde ich mir gerne jetzt mal ein paar Grasbüschel rausreißen. Und aus diesen Grasbüscheln mir dann schon mal eine Weizenfarm anlegen, damit ich was zu essen habe. Mein wunderschönes Haus, seht es euch an. Hallo, Spinne. Hallo, Zombie. Hallo. Ich bin's, Hannibal LP. Ich bin voll berühmt. Zollt mir Aufmerksamkeit. Au, so viel doch nicht. Kuschel. Nee, komm dann. Aua, ich hab mein Schwert kaputt gemacht. Spitzhackenattacke. In den Kopf. Ah. Huch, das klang so sense round. Schweinis. Ja, so viele süße kleine Schweinis. Oh, manche kleine Schweinis. Und hüpf. Hallo, Schweinis. Oh, da steht ein Creeper da oben. Wie so eine Freiheitsstatue steht er da einfach. Dann hole ich mir jetzt da drüben von dieser Mini-Insel tatsächlich erstmal ein bisschen, wow, der Sonnenaufgang sieht echt schön aus. Ich habe einen Grasblock in der Mitte. Samen. Mehr Samen sind mehr Samen. Samen bei Samen. So. Hier nur so einen dicken Grasbüschel weg damit. Ja, drei Stück. Das ist viel. Damit kommen wir bestimmt auf den grünen Zweig. Moment. Sekunde. Abhilfe schaffen. Hallo, Samen. Oh, immerhin zwei Stück. Besser als gar nichts. Hier vielleicht noch? Nein, okay. Blumen haben wir inzwischen auch, weil dann machen wir uns da drüben dann dort, wo die Creeper geschwommen sind. Da müssen wir jetzt nur aufpassen. Ich nehme deswegen das Gehirn in die Hand und verprügel die dann mit dem Gehirn. Muss Gehirn benutzen. Nee. Ja, da steht er schon und wartet nur auf uns. Wir machen dann da um den See drumherum die erste Weizenfarm. Und dann buddeln wir uns ein bisschen runter für ein... Oh Mann, man hat schon wieder so viele Pläne, ne? Ich bin schon wieder komplett ausgeplant. Hallo Günther, guten Morgen Günther. Was für ein fröhlicher Morgen. Jetzt nehme ich mir wenigstens mal ein Steinschwert in die Hand. Huch, so wollte ich das gar nicht. Ich wollte das hier austauschen. Da! Creepy? Ich habe die Creepy doch gerade noch gesehen. Hier war noch gerade Creepy. Ist das Creepy? Jetzt ist er weg. Oh, ich mag es nicht, wenn sie weg sind. Creepy? It's so creepy, I'm gonna die. Creepily.
Hast du den Creeper gesehen? Nee. Hat jemand von euch den Creeper gesehen? Hallo, Spinne. Das ist das Huhn, das da war. Hallo. Hast du den Creeper gesehen? Weißt du, wo die Creeper hin sind? Hallo? Creeper! Creeper, Creeper, Creeper. Oh, ein Schneebiom. Schön. Wir können ja mal hier auf... auf die Bäume springen, ein bisschen wie Tarzan. Und uns mal umgucken, wo wir denn hier eventuell sonst noch hinlaufen könnten. Huga, ich bin ein Affe. Ich kann keine Affengeräusche, nur... Das klingt dann aber irgendwie eher wie so Macho-Gehabe. Wie Tarzan. Da hinten ist ein großer Berg. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Und den Text kenne ich dann nicht mehr. Mann, das ist ja so peinlich. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg, ein Elefant, der ist freundlich und heißt Blümchen und ist überall bekannt. Ja, damals habe ich Benjamin Blümchen-Kassetten noch gesuchtet. Damals wusste ich ja auch noch, wie der Text ging. Jetzt nicht mehr. Ich mache mir hier meine ganze schöne... Infrastruktur kaputt. Nee, das ist keine Infrastruktur, sondern meine schönen Steine hier. Ach, egal. Wenn es halt hässlich aussieht, ist doch egal. Das kann ich irgendwann mal auffüllen mit Cleanstones. Ja, ja, damals 1803, da hieß das noch Cleanstones. Dann kam irgend so ein Typ und meinte, nee, nee, das heißt Steine. Und deswegen heißt das jetzt Steine. Ja, ja, damals war das noch lustig. Das war so schön. Das stand im Wiki, stand es auch noch eine ganze Zeit lang, dass das Cleanstone heißt. Ja.